Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den 21. März 2012. Aus dem Heilorakel der Engel von der Doreen Virtue gibt es heute zwei Karten. Und da fangen wir gleich mit einer wunderschönen Karte an, wie immer. Alle Karten sind schön. Und die eben auch, und da spricht uns unser Schutzengel an. Oder unsere Schutzengel sprechen uns an. Und die Schutzengel wollen uns mit der Karte sagen, dass sie auf jeden Fall immer da sind, dass es nichts gibt, was sie davon abhalten könnte, uns zu helfen oder ständig bei uns zu sein. Nichts, was wir jemals gedacht, gemacht, gefühlt oder gesagt hätten oder getan hätten, wie gesagt, ist irgendwie ein Grund, dass die Schutzengel sich in irgendeiner Form von uns abwenden würden. Sie sind wirklich immer da. Man sieht auf dem Bild, da sitzt eine Frau in etwas traurigerer Haltung auf so einer Treppe und der Schutzengel ist da. Also sie sagen, auch wenn im Augenblick eben durch die große durch viele Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden, durch Transformationen, die stattfinden, wenn da eben so ein bisschen eine Traurigkeit oder ein ungutes Gefühl aufkommt, weil man sich ein bisschen überfordert fühlt, vielleicht wenn man sich traurig fühlt, dass einfach alte Sachen jetzt wirklich wegfallen, weil man sich unsicher fühlt, vielleicht sogar auch abgeschnitten von den Lieben da oben fühlt. Manchmal hat man solche Phasen oder solche Momente und sie wollen sagen, sie sind wirklich immer da. Es ist wirklich wie ein Liebesbrief an uns. Sie sind immer, immer da, egal was ist. Und die Karte soll uns auch darauf aufmerksam machen, dass sie immer in alles Licht reinbringen. Ihr seht da vielleicht auf dem Bild, könnt ihr hoffentlich erkennen, da kommt Sonnenlicht durch diese Fensterbögen rein. Es soll sagen, sie wollen auch zum Ausdruck bringen, dass sie in jede eurer Situationen Licht reinbringen, wenn ihr sie darum bittet. Und die Karte ist auch wieder eine ganz besondere Aufforderung dahingehend, dass ihr bitte nicht vergesst, sie zu bitten. Denn sie dürfen wirklich hauptsächlich zur Tat schreiten sozusagen, wenn ihr sie darum bittet. Sie sind letzten Endes da, um euch vor Dingen zu beschützen, die lebensbedrohlich sind. Sollte die Zeit einfach noch nicht gekommen sein, dann sind sie immer da. Aber um auch im Alltag, so für alle möglichen Kleinigkeiten oder großen Angelegenheiten da zur Tat schreiten zu dürfen, brauchen sie einfach unser Einverständnis. Und das ist eben das Bitten, das wir da tun sollen. Und uns einfach wirklich somit von Ballast und Last befreien sollen. Sie arbeiten einfach unglaublich gerne mit uns. Jetzt kommt auch noch ein Hinweis dahingehend, falls es irgendwelche Probleme mit anderen Menschen gibt in eurem Leben, dann bittet auch eure Schutzengel bitte mit den Schutzengeln dieser anderen Personen oder der anderen Person zusammenzuarbeiten. Und ihr werdet sehen, da werden sich ganz wundersame Dinge tun. Also die sind da sehr einfallsreich, durfte ich selbst auch schon feststellen. Es ist unglaublich, was da passiert teilweise. Zur nächsten Karte ist zu sagen die Entfaltung. Da lese ich jetzt auch gleich mal vor, was im Buch dazu steht. Dein wahres Selbst, strahlend, mächtig, erfolgreich und klug, leuchtet jetzt hervor. Erlaube deinem wahren Selbst für andere Menschen sichtbar zu sein, denn damit erfreust du ihr Herz und inspirierst sie. Du besitzt so viele großartige Aspekte und allmählich beginnst du, Vertrauen zu entwickeln und deine wahre Natur mehr und mehr zu zeigen. Möglicherweise gab es eine Zeit, da du geglaubt hast, dass du deine Gefühle vor anderen verbergen musst und vielleicht sogar vor dir selbst. Jetzt ist jedoch der Augenblick gekommen, zu erkennen, wie lebenswichtig und reizvoll es ist, deinem authentischen Selbst Ausdruck zu verleihen. Deine Engel sind gemeint, leiten dich an, deine wahren Gefühle zu würdigen, indem du sie vor dir selbst und vor anderen austrittst. Die Engel werden dir helfen, liebevoll über deine Gefühle zu sprechen, sodass sich keine Missverständnisse mit Freunden oder Familienmitgliedern ergeben. Deine Engel werden dich nie dazu veranlassen, etwas zu sagen oder zu tun, das dich oder einen anderen Menschen verletzen könnte.
Zudem werden sie dafür sorgen, dass dein Leben eine neue Tiefe inneren Friedens erreicht, während du dein wahres Selbst an die Oberfläche kommen und spielen lässt. Also ihr Lieben, Vielmann ruft, das nächste Mal setze ich wieder eine Brille auf. Ja, was da jetzt eben zur Sprache kam, war das, was ich gestern schon die Freude hatte, euch weitergeben zu dürfen, und zwar das, dass wir wirklich uns jetzt so langsam entfalten und dass wir wirklich so ein bisschen rauskommen sollen aus der Ecke und sagen sollen, wer wir sind und was wir denken und was wir fühlen und wie wir die Welt eben sehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt hier die Welt reformieren muss mit seinen eigenen Gedanken, ganz und gar nicht, sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass wir unser Leben leben und dadurch ein sehr, sehr gutes Vorbild oder eine Inspiration für andere Menschen sein können. Und ihr seht hier auf dem Bild so schön, das ist jetzt teils gezeichnet und zum Teil kommt da jetzt einfach schon die Realität, sprich das wirkliche Mädchen hier durch als Engel. Und letzten Endes ist es genauso gemeint. Also wir sind wirklich jetzt drauf und dran, uns so zu entwickeln, dass wir wirklich auch für jedermann in der Realität wahrnehmbar und sichtbar sind. Mit all dem, was wir wirklich sind. Also sehen tut man uns natürlich jetzt schon. Aber was damit gemeint ist, ist ganz einfach, dass wir jetzt wirklich unser wahres Selbst die anderen sichtbar machen und dass sich das entwickelt, dass das andere das eben auch sehen können. Und das ist wunderschön, weil, wie gesagt, das ist für andere eine ganz tolle Sache, weil sie einfach dann sehen können, wie Dinge, wie man vielleicht das Leben ein bisschen anders betrachten kann, sich das Leben somit auch wesentlich leichter machen kann, weil es einfach dann auch für andere sichtbar und klarer wird, wie die universellen Gesetzmäßigkeiten ebenso nun sind und sich da eben entfalten. Schlicht und ergreifend. Und deshalb ist es eine schöne Sache, sich da einfach dem hinzugeben, sich einfach wirklich wohlzufühlen und den anderen dadurch ein hervorragendes Beispiel abzugeben. Und wenn die Leute dann von sich aus auf euch zukommen und sagen, sag mal, wie machst du das eigentlich, dass dir die Dinge so zufliegen und dass die Dinge sich immer genau so eintüten, wie du dir das wünschst und dass immer im richtigen Moment das Richtige da ist und dass du so einen zufriedenen oder ja so einen friedlichen Eindruck machst und mit dir selber so im Frieden zu sein scheinst und auch bist scheinbar. Ja, wie machst du das? Und dann könnt ihr sagen, gut, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte, die man vielleicht wissen sollte und sehen sollte. Und dann kann man ja mal so ein bisschen loslegen und erzählen, wenn der andere oder die anderen das hören möchten. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Da seid ihr wirklich jetzt auch aufgerufen, am eigenen Beispiel zu lernen und das Ganze dann auch weiterzugeben. Und da freut sich dann jedermann drüber. Und das kommt dann natürlich auch auf euch selber wieder wunderbar zurück, weil da wieder eine ganz tolle Energie fließen kann, geben und nehmen. Das kommt jetzt noch rein. So, ihr Lieben, und dann wünsche ich euch damit heute einen wunderschönen Mittwoch und ganz, ganz viel Spaß dabei, euch vielleicht auch gedanklich mal mit eurem Schutzengel zu beschäftigen. Ah ja, da kommt jetzt noch ein kleiner Hinweis. Sie sind ja immer da und sie freuen sich unglaublich, wenn ihr wirklich auch mal so unterm Tag an sie denkt. Und die Lieben finden sich in der Hauptsache so rechts neben euch. Auch wenn das auf dem Bild hier gerade links mal zur linken mal etwas anders dargestellt ist. Das macht nichts. Ihr habt ja auch mehrere Schutzengel, aber euer ganz persönlicher Schutzengel, der immer da ist und der von Geburt bis zum Weggang hier wieder bei euch ununterbrochen ist, der ist rechts von euch. Also schickt da mal einen ganz lieben Gruß hin. Der Schutzengel freut sich unglaublich über die Aufmerksamkeit, die dem Schutzengel dann eben entgegenbringt. Okay, ihr Lieben, also nochmal einen wunderschönen Mittwoch und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.